Na? Guni, was geht ab? Was geht? Wir haben vorhin gerade festgestellt, dass wir nicht so die Insta-Live-Champs sind, weil wir das beide das erste Mal machen. Oder du machst das Ja, zweite Mal. das wird schon. Ja, denke auch. Habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du mit dabei bist, dass du am Start bist. Ja, normal. Warte, ich muss ein bisschen lauter machen. Ja. So. Was geht bei dir? Wo bist du? Bist du zu Hause in Köln, schätze ich mal, wa? Genau, ja, ich bin zu Hause in Köln. Und Quarantäne. bist du in Quarantäne? Hältst du dich dran oder bist du viel unterwegs? Nö, ich bin eigentlich ziemlich viel zu Hause, also fast gar Ja. nicht. Aber hast du Natur um dich rum oder musst du immer irgendwie unter Leute, wenn du vor die Haustür gehst? Ja, hier sind ja so Parks und so, man Ja. hat schon das Grüne um sich rum, aber ja. Okay, also hast du auch ein bisschen frische Luft und nicht nur Quarantäne-Vibes zu Hause. Genau, ja. Sehr gut. Wie ist denn dein Tagesablauf so aktuell? Hat sich was verändert oder ist es genau wie immer, weil du eh noch im Studio abhängst? Ja, so viel hat sich nicht geändert. Meine Freundin geht ja arbeiten, deswegen stehe ich da Hm. auch dann mit auf. Ganz normal. Du bist kein Langschläfer sozusagen, stehst früh direkt auf. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ist bei mir auch so. Bei mir ist eigentlich DJ Life, ist immer am Wochenende, ist immer eigentlich bis sonst mal wach bleiben, erst so gegen 6, 7 ins Bett gehen und in der Woche dreht sich das bei mir genau andersrum. Ich Ja, bin auch immer früh auf, weil die ist Freundin natürlich, arbeitet. kann ich mir vorstellen, da hat man nicht so die Möglichkeit, so einen richtigen Rhythmus zu bekommen. Naja, es wechselt dann immer, aber ja, habe ich mich dran gewöhnt. Und jetzt ist es ja eh gerade für mich ganz entspannt, weil es einfach, ob Sonntag oder Dienstag, ist eigentlich total egal. Ja. Ich habe vorhin mal bei Wikipedia gelesen, El Guni, da steht, El Guni hat sich mittlerweile von der Deutschrap-Szene distanziert und gibt nur selten Interviews. Da habe ich mir Ja, das nochmal. war auch lustig, habe ich auch mal Ja, gelesen. da habe ich mich gleich nochmal mehr Mittlerweile gefreut, dass du dabei bist. distanziert. Was? Ich habe nichts mehr damit zu tun, ich habe mich mittlerweile distanziert. Ja, was nichts mehr mit Deutschrap zu tun. Aber was müsste passieren, dass du dich in Deutschrap wieder ein bisschen wohler fühlst? Also, keine Ahnung, es muss einfach mehr gute Musik wiederkommen, aber das kann man Daran arbeitest du so. beeinflussen, was die anderen machen, so, ne? Ja. Aber also ist es gerade für dich eine Phase, wo es ganz schlimm ist für dich, oder wo du sagst, es gibt eigentlich so viel Geiles? Weil die Leute sind ja auch so. Höre gerade nicht viel Deutschrap, so. Ein paar Sachen sind cool, aber das sind eh die gleichen Sachen, die ich vorher auch schon cool fand. Also Ignaz, Ja. Juicy Gay, Trettmann und so weiter. Ja. Mein Umfeld halt. Ich weiß, du warst ein großer Chief Keef und Young Dark Fan, bist es wahrscheinlich immer noch. Gibt es aktuell jemanden, den du da irgendwie auf so einen ähnlichen inspirierenden Pfad findest oder siehst, der dich ähnlich inspiriert? Ich weiß nicht, ich höre mich immer so ein bisschen rein, wenn was Neues rauskommt, aber so richtig catcht mich eigentlich nichts. Das Letzte, das mich so richtig gecatcht hat, war, ich fand Baby Keem cool und ich fand Key Glock fand ich auch nice. Der hat gerade Aber ein also Album eher rausgebracht. so die Sachen, die jetzt eher so wieder so in die Rap-Richtung gehen, ohne so viel Autotune, Sing-Sang, das finde ich gerade immer ein bisschen fresher als ja. Ist ja in Deutschland eigentlich auch so der Trend, dass es ein bisschen weg von Autotune geht und auch wieder mehr in Richtung Rap, so Lugatti und Lines, sind eigentlich auch aus deiner Hood, wenn du so willst, und sind auch Kölner. Ja, schade. Ist das auch, feierst du Jungs? Ja, ich höre ab und zu, ja. Kann man Ja. sich schon geben. Es ist mir auch aufgefallen, dass so der Trend so ein bisschen weg von Autotune oder das heißt Trend weg, ist übertrieben gesagt, aber dass die Leute wieder mehr Bars rappen und es jetzt nicht mehr ganz so auf Singsang ist. Ja. Und viele der Newcomer, die jetzt irgendwie kommen, eben Ah, ich wieder. habe noch vergessen, das Gold Roger Album fand ich geil, das jetzt rauskam. Naja, stimmt, auch ein sehr gutes Album, auf jeden Fall. Lass uns gleich mal über deinen ersten Song reden, deinen letzten Song reden, Audemars. Das fand ich zum Beispiel so eine kleine, wie für mich war es wie so eine kleine Hommage an Shindy, auch weil du in dem Video so einen Pelzmantel trägst und auch der Vortrag ein bisschen Shindy-esque war, wenn man das so sagen kann. Ist es eine Hommage oder eher eine ironische Sache? Das war jetzt gar nicht so geplant. Also ich weiß nicht, ich hatte einfach die Jacke, die habe ich mir letztes Jahr irgendwann gekauft. Und das war der perfekte Moment, um die in Szene zu setzen. Ich Ja. hätte jetzt nicht Shindy als Vorbild gedacht oder so. Aber.
Ja, ist ja ganz cool. Aktuell ist es ja auch eine Line, die jetzt schon Shindy angelegt ist. Genau, ja. Ja. Bei Shindy, das habe ich ja früher auch gemacht in Lobby. Er hatte ja diese Lines, wenn ihr keine Suite habt, dann miete ich die Lobby, und ich habe in Lobby gerappt, wenn ihr keine Suite habt, dann kaufe ich das Hotel. Also an so Lines kann man sich natürlich schon ganz gut anlehnen so und was Neues draus machen. Was ich auch sehr, sehr bemerkenswert fand, bei dem Audemars-Song, hast du ihn getweetet, und darauf hat dir die Uhrenmarke Audemars Piguet, so eine weitere Uhrenfirma, darauf geantwortet. Ja, die haben auch bei YouTube kommentiert und bei Instagram auch. Also auch, ja, okay. Die haben überall. Hast du jetzt schon von denen Angebote bekommen, dass du eine Audemars geschickt bekommst und in deinen als Influencer-Lifestyle einbaust? Oder? Wer weiß. Ja? Vielleicht melden sie sich. Das fand ich schon cool, also dass so eine Schweizer Luxusuhrenmarke auf deinen Song reagiert, hat mich schwer beeindruckt. Vor allen Dingen, das war so um kurz vor Mitternacht, irgendwie am Wochenende. Ich denke mir auch so, wer von denen sitzt dann da bei Instagram und kommentiert irgendwelche Songs? Muss ja irgendein Marketing-Typen von denen sein. Aber ja, wahrscheinlich der Praktikant, der Social-Media-Typ El Guni. Aber darf der einfach so um Mitternacht einfach so lostweeten oder was? Ja, keine Ahnung. Gab's dann, also in den DMs wurde nicht geslidet sozusagen? Nee. Nur offizielle Kommentare von Audemars Piguet. Genau. Was kostet eine Audemars? Ich überlege, es ist schon irgendwie so sechsstellig oder sowas, ne? Ich glaube, die Range ist ziemlich breit. Ja. Es gibt günstigere Modelle und es gibt teurere Modelle. Aber ich bin auch nicht so im Uhren-Business drin. Aber dafür rappst du eigentlich relativ viel über Rolex und Audemars. Eigentlich wahrscheinlich googelst du ab und zu schon. Nee, Quatsch, man kennt das ja. Man hört ja G-Shock. Jetzt kriege ich hier gerade Benachrichtigung. G-Shock gefällt. Sehr gut. Auch ein neues Song von dir, oder der erste neue, der jetzt auf das neue Album hinweist. Ist es eigentlich ein Album oder ein Mixtape? Frost Forever heißt es? Ja, also kann man eigentlich nennen, wie man will. So, man kann es auch EP nennen, Mixtape, Album, wie man gerade lustig ist. Verstehe. Du hast mir so kurz noch vorhin geschickt. Ich habe es auch mal einmal kurz durchgehört, aber natürlich jetzt habe da keinen krassen Gesamteindruck. Ja. War nur, aber fast krass, hat mir noch schnell rübergeschickt. War heiße Ware. Also das ganze Projekt, sage ich jetzt mal, weil wir wissen ja nicht, ob es jetzt Album, EP oder Mixtape ist. Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen melodischer geworden. Also melodisch hast du, also Melodien hast du ja schon immer drin, aber irgendwie noch so ein bisschen auch entspannter, also vom Vortrag. Ist das so eine El Guni Altersmilde? Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach extrem viel Musik gemacht letztes Jahr. Dann habe ich das so ein bisschen selektiert, was so ein bisschen in die Stimmung passt, in die Stimmung. Und jetzt auf dem Cross Forever Tapes und alles so, die fand ich jetzt gerade ganz stimmig eigentlich zu der Zeit jetzt rauszuhaben. Vielleicht ist es deswegen ein bisschen ruhiger, aber. Hast du eigentlich jetzt ein konkretes Release-Date? Gibt es das schon? Oder? Weiß. Vielleicht. Vielleicht, aber du willst es noch nicht sagen. Genau. Ich wollte nochmal auf den Allein gegen alle Song eingehen. Das war der erste Song, den du jetzt von Frost Forever rausgebracht hast. Und da finde ich, teilst du wieder. Demo war noch davor? Genau, ja. Okay, dann war Allein gegen alle der zweite. Ja. Und auf jeden Fall teilst du da wieder ein bisschen aus, finde ich. Und auch eine Line, die mich so ein bisschen, die hängen geblieben ist. Ich sagte Nein zu Universal und redete nicht mit Division. Also hast du da ja konkrete Angebote bekommen von den beiden Labels. Also Universal kennt man wahrscheinlich als das große Major-Label, und Division ist Elvia, der unter anderem eben auch Rin gesigned hat auf dem Label. Warum hast du es abgelehnt? Mir war eigentlich schon immer wichtig, auch ganz früher schon, dass ich einfach alles selber in der Hand habe und dass mir niemand da irgendwie reinquatschen kann. Deswegen, habe ich mich halt dafür entschieden. Und ich bin eigentlich auch zufrieden.
Aber also man kann ja auch trotzdem irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten und irgendwie sein eigenes Ding machen. Das ist jetzt also kein Hindernis, finde ich jetzt. Ja, also bei mir war so das Ding, ich hatte nicht so viel Lust, dann so ein extremes Image aufgedrückt zu bekommen, dass ich dann irgendwie mich die ganze Zeit so inszenieren muss, wie in meiner Musik oder so. Und das hätte meine Musik natürlich extrem hergegeben. Ja, keine Ahnung. Ich wollte mir da einfach nicht meine eigene künstlerische Freiheit bewahren. Und ja, ich kann das alles selber, die Musik rausbringen und so. Die ersten Mixtapes habe ich ja auch komplett einfach ins Internet gestellt. Und ja. Genau. Ja, klar, macht ja auch Sinn heutzutage, weil, wie gesagt, der Weg ins Internet irgendwie einen Song zu stellen, der ist leichter. Da braucht man jetzt nicht wahrscheinlich Universal dafür oder große Labels, die einem da helfen. Ja, genau. Und du bist ja auch ein Typ, der eh irgendwie sehr nah an seinen Fans ist und das irgendwie so eine eigene Community hat und mit denen das irgendwie. Ja, also die ganze Musiksache ist halt immer noch mein Hobby so und ich will das auf keinen Fall verlieren, dass ich mich da zu irgendwas gezwungen fühle oder so. Es soll einfach die ganze Zeit mir selber Spaß machen und locker bleiben. Deswegen, wenn ich da selber die Musik release, dann macht das am meisten Sinn. So, dann kann ich selber entscheiden, wie weit ich gehe mit Promotion und solchen Sachen. Ja. Und sagst du, wenn du sagst, es ist ein Hobby, also ist es auch nicht dein Hauptverdienst? Ja. Oder schon? Hast ja, du da aber trotzdem, es soll trotzdem einfach noch, es soll sich nicht anfühlen wie ein Job, so, weil dann würde ich anders an die Sachen rangehen. So mache ich halt einfach Musik, wenn ich Lust drauf habe, wie es halt früher auch schon war, wie es immer war. Ich setze mich jetzt nicht hin und denke, okay, jetzt muss ich einen Song schreiben oder so, sondern immer, wenn ich halt Lust habe, dann mache ich Musik und dann kommt auch das Beste bei rum. Habe ich für mich jetzt selber festgestellt. So, es kann sein, dass es bei anderen Leuten anders ist, ja. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Aber spürst du dann irgendwie nicht auch finanziellen Druck? Also wenn du jetzt, du musst ja dann irgendwie Sachen releasen, du musst ja eigentlich touren, du musst Sachen machen, um irgendwie dein Einkommen zu verdienen und da ist ja trotzdem... Nee, weil mir macht das eben alles sehr viel Spaß, deswegen mache ich auch viel Musik und beschäftige mich viel damit und deswegen läuft das so von selber. Also Druck habe ich eigentlich. Macht dir das jetzt gerade große Schwierigkeiten, die Corona-Krise, dadurch, dass du keine Live-Auftritte machen kannst, keine Clubshows? Deine Tour hast du, glaube ich, auch verschoben, ne? Wann wäre die eigentlich gewesen? Die waren jetzt im Mai gewesen. Ja, also hat halt so Vor- und Nachteile. Einerseits hätte ich mich extrem gefreut, so die neuen Songs live zu spielen und so, weil ein paar davon, glaube ich, auch richtig gut abgehen werden. Das wird richtig nice. Aber andererseits, ich habe halt so viel Musik gemacht und dann kann ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die alle geordnet rauszubringen. Sonst wäre das, es hat sich schon wieder so angebahnt, dass das so ein bisschen, dass dann nicht so viel Zeit für ist, fürs Rausbringen, dass man dann, weil die Tour war ja im Mai und das war ja dann so eine Deadline quasi. Ja. Und das hätte das Ganze ein bisschen anders gestaltet auf jeden Fall. Weil man dann sich dann auch immer auf mehrere Sachen konzentrieren muss. Man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie die Tour zu promoten und dann Videos machen und so weiter. Insofern ist es okay. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht die Songs spielen kann. Und es hat mich echt, es macht mir auch immer richtig viel Spaß, auf Tour zu sein, weil ich halt auch mit meinen ganzen Freunden unterwegs bin und das ganze Feedback von den Leuten und so. Zusammen das abzufeiern und so. Das macht schon immer viel Bock, aber ja, man muss es so nehmen, wie es jetzt ist. Insofern. Und die Tour wird ja nicht abgesagt, die wird ja verschoben. Wir sind jetzt im November und Dezember. Ja, genau. Das habe ich gesehen, auf jeden Fall. Und deswegen kannst du jetzt wahrscheinlich auch mit dem Release-Date dir ein bisschen Zeit nehmen und kannst uns noch ein bisschen hinhalten, bis das Frost Forever-Album kommt. Wer weiß? Vielleicht kommt es ja auch schon am Freitag. Denkst du, es klingt jetzt so, als wärst du schon kurz vor dem Rausbringen hier. Ja, man sollte die Augen offen halten, sage ich mal. Also jetzt bin ich echt sehr gespannt. Also ich habe es eben schon gehört. Wie gesagt, ich fand es sehr... Ich finde, du hast
der Rap-Style ist ein bisschen entspannter geworden an manchen Stellen. Das hat sich irgendwie so, das war die Beinlauung, die ich jetzt irgendwie wahrnehmen konnte. So beim ersten Hören. Ich hatte vor allen Dingen auch wieder richtig Bock, so zu rappen. Also, wie auch mit meinem Musikgeschmack jetzt. Ich höre eher so rappigere Sachen und mache dann eher rappigere Sachen. Bei Lightcore war es ja noch ein bisschen mehr Autotune alles und so. Jetzt hatte ich wieder Bock, einfach Ansagen zu machen und Punchlines und sowas. Ich fand auch einen, also ich will gar nicht drauf eingehen und wie er heißt oder so, ein Song war etwas traditioneller angehaucht als sonst Songs von dir. Ja, der war ein bisschen Boom-Bap-lastig. Weißt, hast du nicht früher auch mal so ein Boom-Bap-Projekt auf Soundcloud rausgebracht, wo du unter anderem Namen agiert hast? Die Leute, die es wissen, die wissen es. Verstehe. Nee, ich mach immer das, was mir gerade Bock macht. Wir haben, also gerade mit Freunden habe ich extrem viel ausprobiert. Wir haben verschiedenste AKAs. Einige von den Leuten, die das jetzt gucken, kennen da bestimmt auch einiges so. Aber ja, wir gehen halt sind in jede Richtung gegangen, die es so gibt und probieren es da immer aus. Hm. Ja. Das war ja früher so, als du auf die Mappe gekommen bist, war immer das Thema groß Cloud Rap. Was ist aus Cloudrap geworden? Also ich finde, der Begriff fand ich damals schon nicht wirklich griffig, aber irgendwie redet man, also irgendwie ist die Schublade zu, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, damals haben die Leute einfach alles so einzuordnen, ne? Ja, die haben halt einfach diesen, weil damals war der Ami-Sound ja in Deutschland nicht so präsent. Ich meine, die haben ja auch Moneyboy und so als Cloudrap betitelt. Ich glaube, das war einfach so ein Sammelbegriff für so amerikanisch angehauchten Rap. Das hatte jetzt gar nichts mit dem ursprünglichen Cloudrap zu tun und so Lil B, Main Attractions und so. Das klang ja alles auch nicht so wie die der originale Cloudrap, so Clams Casino-mäßig. Ja, weiß nicht, was daraus jetzt geworden ist. Ich finde, man verwendet den Begriff halt nicht mehr. Also früher hat man das versucht, eben irgendwie einzuordnen, aber diese Einordnung ist halt irgendwie weggefallen, was ich eigentlich ganz gut finde. Vielleicht liegt das auch daran, dass so der Rap-Journalismus so ein bisschen den Bach runter oder halt so abstirbt. Deswegen ordnen die Leute das nicht mehr so ein, sondern posten einfach nur noch die neuen Songs so und vielleicht liegt es daran, dass es jetzt keine Kritiker mehr gibt, die dem jetzt einen Namen geben oder so. Findest du, dass das so, dass es keine Kritiker gibt und keinen Journalismus mehr im Deutschen? Ja, schon, aber es wird irgendwie weniger immer. Also die Plattformen werden weniger, ne? Aber ich habe das Gefühl, gerade wenn man sich auf Twitter rumtreibt, dann gibt es ja schon viele kritische Stimmen. Nicht nur unbedingt die Plattformen, sondern die Relevanz der Plattformen einfach. Oder so, ja, genau. Also die Plattformen sind ja immer noch da. Und machen auch zum Teil gute Arbeit, das will ich gar nicht jetzt sagen oder so, aber die Leute interessieren sich einfach weniger dafür, weil man eben auch so viel selber mitbekommt, dadurch, dass man den Leuten überall folgt, auf Social Media und auf Spotify und so. Man kriegt selber mit, wenn was Neues gedroppt ist. Da braucht man nicht irgendeinen Blog verfolgen oder eine Website. So. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Du rappst ja auch auf allein gegen alle rappst du. Deutsche Hip-Hop-Medien können sich ficken. Das war auch eine deiner Sachen, die du da ausgeteilt hast. Ah ja, also das habe ich ja schon immer eigentlich ganz gerne gemacht. Hm. Ich gehe das Ganze halt so an. Ich bin ja selber Fan oder bin als Fan da reingekommen in die Szene so von Deutschrap und wie damit umgegangen wird. Und ich habe einfach oft gemerkt, dass die Leute, die darüber schreiben, immer so leicht von oben herabschreiben, aber trotzdem, wenn man irgendwie dann so genau hinguckt, haben die gar nicht so wirklich die Ahnung. Die checken dann nicht die Referenzen, die gemacht werden oder so. Das war gerade eben bei dem Hip-Hop-Boom-Bap-Projekt, wie du es jetzt gerade genannt hast, von uns der Fall. Die Leute, die darüber geschrieben haben, haben das relativ falsch eingeordnet und so. Es ist halt immer so,
man merkt eher, dass es für die eher so ein Job ist und dass sie sich nicht wirklich so richtig damit auskennen. Es gibt natürlich Ausnahmen, ich meine jetzt nicht jeden, aber ja, einige Leute halt, die dann da so schreiben. Naja, ich verstehe schon, was du meinst. Auf der anderen Seite finde ich halt irgendwie ganz wichtig, dass es jemand gibt, der irgendwie Themen einordnet oder eben auch... Ja, klar, das ist auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass es das alles gibt. Ich supporte ja auch zum Beispiel All Good und so. Die haben jetzt... Ja, mit Shoutout, dem, ja, den. Genau, Shoutout. Also gute Arbeit und so. Ist natürlich auch schwierig, wenn man so viel Ahnung hat und so, dann beschäftigt man sich sehr viel damit, dann hat man sehr viel Zeit darin verwendet, sich damit zu beschäftigen halt. Und ja, da will man natürlich irgendwann auch was verdienen, weil man die ganze Zeit damit halt nichts verdient. Und dann geht man halt eher in andere Jobs. So viele Deutschrap-Journalisten, die es so gab, sind ja abgewandert dann in andere Branchen oder beziehungsweise in derselben Branche, aber nicht mehr Journalismus halt. Weil da verdient man halt auch einfach nichts. So. Also man muss halt extrem kämpfen, was extrem schade ist, aber das liegt ja auch daran, dass die Nachfrage irgendwie so ein bisschen gesunken nach so richtiger Besprechung von Musik und so und ja. Naja, weil eben einfach die eigenen Künstlerkanäle mittlerweile eben so groß sind, dass Künstler teilweise nicht mehr nötig haben, Interviews zu geben. Ja, aber auch, weil das liegt, glaube ich, auch an der Szene so. Ja. Die ganzen Medien haben so ein bisschen ihre Autorität aufgegeben, weil man immer Angst hatte, dass die dann einreiten, halt die Künstler. Deswegen hat man entweder unter irgendwelchen Pseudonymen was Schlechtes geschrieben oder halt einfach gar nicht mehr so richtig kritisch. Das habe ich halt so als Fan, als ich noch gar nicht so als Elguni da war, habe ich das so ein bisschen betrachtet, dass die... Früher gab es ja so rap.de und Steiger hat irgendwelche Reviews rausgehauen und die Leute da beleidigt und so. Das war vielleicht jetzt auch nicht so objektiv, aber damals war es noch kritischer alles. Es hat mehr Sinn gemacht, sich da auch was durchzulesen und so, und weil die Leute auch mehr ihre Meinung preisgegeben haben. Aber andererseits, ich verstehe es ja auch, dass die Leute es dann irgendwann nicht mehr gemacht haben, weil wenn du was Schlechtes schreibst, dann kommt der nie wieder zum Interview, der Typ, oder kommt in die Redaktion und schlägt irgendwelche Mitarbeiter. Oder so. Das macht ja auch keinen Sinn. Insofern liegt es wahrscheinlich an der Szene, dass die Rapper auch nicht mit Kritik umgehen können. Und insofern ist das Ganze ein bisschen kaputt gegangen. Kannst du, also könntest du mit Kritik umgehen, wenn dir Kritik entgegenschlägt aus irgendwelchen... Ja, also jeder hat ja seine Meinung, Musik ist einfach eine subjektive Sache und wenn jemand was schreibt, solange es nicht beleidigend ist oder so, dann muss man damit umgehen können als Künstler. Also man kann es ja auch einfach ignorieren, aber man muss auf jeden Fall damit umgehen können, ob man die Kritik jetzt gerechtfertigt findet oder nicht. Und es kann ja auch sein, dass die jetzt zum Beispiel nicht besonders fundiert ist oder so, aber im Endeffekt ist es schon wichtig, dass ein Künstler sich auch Kritik stellt. So. Macht sich wütend, wenn es eben nicht fundiert ist, oder es kann ja auch einfach ein doofer YouTube-Kommentar sein, wo man merkt, also einfach nicht gecheckt, was ich eigentlich sagen will oder was ich mache. Ja, also mittlerweile gibt es das Internet ja schon ein paar Jahre, man weiß, womit man rechnen kann. Ja. Viele schreiben halt auch einfach aus der Emotion raus so und was soll man machen? So, die Leute, also habe ich ja früher auch gemacht. So. Ich kann das niemandem verübeln, wenn er irgendwas gerade sagen will, dass es scheiße ist, dann soll er es sagen. Hast du früher auch viel rumgetrollt in YouTube-Kommentaren? In YouTube-Kommentaren nicht. Forum. Aber ab und zu habe ich schon mal einen Kommentar dagelassen. Die waren vielleicht auch nicht immer freundlich. Okay. Kannst du uns einen verraten, wo du richtig gehatet hast? Wo du einfach mal einen doofen Kommentar hinterlassen hast, weil es so angekotzt hat? Oder weil es so... Weiß ich nicht mehr. Also es gab verschiedenste. Früher gab es ja meinrap.de, da habe ich mir halt alles durchgelesen. Und dann habe ich immer unter den Beiträgen bei Facebook irgendwas geschrieben und wenn ich irgendwas scheiße fand, habe ich da auch drunter geschrieben, ich finde es scheiße und keine Ahnung, weiß nicht mal warum, aber so war es halt damals. Kann ja sein, so, keine Ahnung, alte Snagger und Pillard-Songs gehatet oder... Keine Ahnung, also
damals zum Beispiel in der Swagmob-Zeit haben wir auch öfter mal irgendwelche Profile so geradet und sind dann da in die Kommentare gegangen und haben die beleidigt und so. Das kann schon sein. Da wurde ich auch bei ein oder zwei Seiten wurde ich auch geblockt. aber Namen, ja, es ist ja auch alles gut. War ja nicht alles nicht. Böse gemeint oder so. Aber vielleicht hast du ja positive Vorbilder, die du in der Zeit, wo du gesagt hast, wo du noch eher unterwegs warst als Fan in Foren. Was waren so deine, weil klar, du sagst, Deutschrap hörst du momentan nicht mehr so viel. Gab es trotzdem Deutschrap-Vorbilder für dich? Vorbilder, weiß ich nicht. Also ich habe früher halt alles gehört. So, ich habe alles rauf und runter gehört. Ich habe auch ziemlich viel Schrott gekauft, so noch auf CD. So. Also wo ich halt auch einfach nur die Feature-Liste irgendwie durchgegangen bin. Da waren ein paar coole Features drauf und dann habe ich das größte Schrottalbum gekauft. Vorbilder. Da ist vielleicht weit gegriffen, der Begriff Vorbild ist vielleicht falsch, aber eben, ich finde es immer interessant aus so einer, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich finde es immer geil, wenn man so erkennt, okay, der hat das damals gehört, das hätte man ihm jetzt nicht zugetraut, dass du, keine Ahnung, ein Centino oder ein Sammy Deluxe-Fan bist oder irgend sowas, das finde ich immer spannend, irgendwie trotzdem zu wissen, mit was du groß geworden bist. Ja, also ich habe sehr gerne West-Berlin Battle Rap gehört, so ich habe gern Beatfabrik gehört, die alten West-Berlin Maskulin Sachen, Kool Savas, war so das, was mich am allermeisten gecatcht hat und was mich die meiste Zeit begleitet hat. Aber dann halt auch sicherlich Moneyboy, dann später halt. Und so Leute wie Harry Quintana, Prinz Harry habe ich schon extrem lang auf dem Schirm, so habe da früher auch in Foren Leute angeschrieben, weil ich Threads gegoogelt hatte, wo irgendwelche Exclusives drin waren und die waren dann nicht mehr online, dann habe ich Leute da angeschrieben, ob die noch haben und so. Craig Ignatz fand ich auch immer geil. So. Also die Leute, mit denen ich Musik mache, von denen bin ich auch Fan oder ja, zum Beispiel. Und sonst halt, wie gesagt, alte Sachen. Ja, genau. So, damals, als ich so reingekommen bin, das war so 2008, 2009, war so das Orsons-Umfeld für mich am interessantesten, weil das irgendwie so was ganz anderes war als der Rest. Aber ja, ich weiß nicht, ob davon irgendwas so ein richtig krasses Vorbild war. Es hat alles natürlich mich beeinflusst, aber ich habe jetzt nie irgendwie so gedacht, dass ich so sein will wie jemand anders. Allerhöchstens vielleicht so KKS 99, 2000, so. Ja. Das ist vielleicht das Einzige. Ich gucke gerade hier ein bisschen durch die Kommentare durch, die Fabrik, bis wir draufgehen. Hast du immer noch Dönerverbot? Hast du irgendwo Dönerverbot? Dönerverbot? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was gemeint ist. Ja, keine Ahnung. Ansonsten gibt es hier viel Liebe an El Guni. Was wärst du geworden, wenn Musik verboten wäre? Fragt Lassie Sassy. Grüße. Keine Ahnung. Ich hätte irgendwas gefunden. Hast du so einen Traumjob als Kind? So irgendwie so, was heute total weird wäre, wenn du sagen würdest. Weiß ich gar nicht so genau. Also als Kind hat man ja eh die weirdesten Wünsche, ja. Da kann man irgendwie sowas werden wie, keine Ahnung, sowas komplett Bestörtes wie Soldat oder keine Ahnung. Soldat. Aber ich wollte mal LKW-Fahrer werden, ich wollte Truckerfahrer werden, mein Vater Trucker war. Und ich eigentlich heutzutage, das ist schon ein Kackjob, aber das fand ich damals total spannend. Ja. So was, du wolltest Soldat werden, finde ich gut. Ja, was heißt, ich wollte Soldat werden, aber ich wollte ein Mini, so, ich weiß nicht, ich hatte keinen Traumberuf eigentlich. Kanye Berg schreibt, Choice-Moderator wäre er geworden. Choice? Er spielt auf das legendäre Moneyboy-Video an. Ja. Hast du noch regelmäßig Kontakt mit Moneyboy?
Also wir hatten nie so richtig Kontakt, immer nur so hin und her geschrieben, wenn irgendwelche Tracks gemacht wurden. Mhm. Ja, aber alles cool. Also es gab keinen Streit zu irgendeiner Zeit oder so. Also wir haben eigentlich mal Kontakt, mal keinen Kontakt. So. Gibt es die Claw Up Dinero Gang so in der Form noch? Ist es noch, kann man das noch schreiben? Ist das noch aktuell oder ist es einfach klar, ja, ausgelaufen worden? Ja. Schon. Okay. Wer gehört da noch dazu? Oder wer gehört dazu? Es war eigentlich nie so ein festes Umfeld, also auch in der Zeit, wo ich sehr viel da drin gehangen habe. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu, sondern es war mehr so, in dem Swag Mob eben, in dieser Gruppe, haben halt Leute gerappt und jeder, der gerappt hat und das dann represented hat, der war dann, glaube ich, die Narrow Gang. Und mhm. Genauso wird es jetzt eigentlich immer noch sein, also sicherlich Husen Left Jüngling und die Leute, die man halt so kennt, sind da bestimmt noch, glaube die Narrow Gang. Aber ich glaube, jeder, im Endeffekt kann jeder, glaube die Narrow Gang sein, wenn er sein will. Es geht eher so um Mindset so und dass man halt, ja. Ja, ich guck mal noch ein bisschen, ob es hier noch irgendwie interessante Fragen gibt. Kommt noch Aurora 2? Habt ihr das mal angekündigt? Wer weiß, keine Ahnung. Die Zukunft kann man nicht voraussagen. Vielleicht kommt Aurora 5. Weiß nicht. Erstmal kommt jetzt Craig Ignatz Solo-Album. Ich hoffe, ihr seid gespannt, Leute. Ja, auf jeden Fall. Ja, Solo-Zeug von mir. Und dann kommt vielleicht irgendwann auch wieder was Aurora-mäßiges. Wer weiß. Sehr gut. Frost Forever, du wolltest nochmal sagen, wann es rauskommt? ich sag mal, in Tagen. In Tagen. Tagen oder in Wochen oder in Monaten. Es könnte jederzeit soweit sein, man sollte immer refreshen, man sollte immer die einen Finger auf der F5-Taste haben. Verstehe ich. Aber machst du es wirklich so, dass du sagst, ich drop's jetzt, weil ich dann, wann ich Bock habe, oder hast du schon, weißt du schon und willst es einfach so? Nee, ich habe schon ein Datum im Kopf, okay. So, oder beziehungsweise wir haben ein Datum festgelegt, aber ich will ja jetzt nicht irgendwie groß Promo machen, sondern ich will eigentlich, dass es dann einfach droppt so und dann ist es da. Also ein paar Tage vorher werde ich Bescheid sagen, damit sich alle den nötigen Freiraum verschaffen können. So. Also nicht der Beyoncé-Move, ja? vielleicht auch so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich es dann genau announce oder so, aber es kommt bald, sehr bald, würde ich sagen. Okay. Hey, dann können wir nur darauf hinweisen, dass das Album kommt. Wann kann ich, können wir da noch nicht sagen. ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und Gerne. Wünsche dir riesigen Erfolg mit dem Ding und bin gespannt, vielleicht sehen wir uns dann endlich irgendwann, wenn es wieder tourmäßig geht, auf irgendeinem Tourstop in Ja, genau. Wir sind in Gegend. Wir sind im November im Osten. Also. Ich hoffe ja, dass im November auch Konzerte stattfinden. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ja, man weiß es nicht. Weil sonst wird man wieder Ersatztermine finden. Also die Tour wird auf jeden Fall stattfinden. Ja. Wann ist ja dann auch, keine Ahnung. Je länger es nach hinten gezogen wird, desto mehr neue Musik kommt. Weil ich habe sehr viel in der Pipeline. Donnerstag kommt ja Rihanna mit Assad. Donnerstag Nacht sozusagen. Donnerstag im Laufe des Tages. Das Video ist jetzt noch nicht ganz fertig. Und sonst in nächster Zeit kommt viel neue Musik auch nach dem Tape. Geht's direkt weiter. Ja. Was machst du da? Du kannst noch nicht verraten, das Aurora 5 oder noch was? Also letztes Jahr habe ich halt, wie gesagt, extrem viel Musik gemacht, so viel wie eigentlich noch nie. Mhm. Das kommt jetzt halt alles raus und ich mache auch gerade auch wieder Musik. Also es gibt genug Material und ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, irgendwas zurückzuhalten. Insofern wird da eigentlich alles rauskommen, so, was da entstanden ist.
Okay. Weiß ich jetzt noch nicht. Wir machen uns dann eher zu so Releases Gedanken. Aber ja, es werden einige Projekte folgen nach Frost Forever noch dieses Jahr. Okay, das klingt gut. Also so bin ich sehr gespannt drauf. Ich sag danke, dass du hier in den Livestream gekommen bist, dass wir ein bisschen quatschen konnten. Klar. Hat mich sehr gefreut, war mir eine ganz große Ehre. Und wie gesagt, bis bald und viel Erfolg für Frost Forever. Und ich hoffe, ihr seid alle am Start und hört das Ding an den Tag, wo es rauskommt. Seid am Start. Ich danke dir auch. Guni, danke dir. Hau rein. Jo, du auch.